ein schönes Weihnachtsdessert für euch, und zwar Lebkuchenmus. Und wir benötigen dafür 150 Gramm Lebkuchen, 50 Gramm Vollmilchschokolade, 50 Gramm Zartbitterschokolade und 500 Gramm Sahne. Und wer möchte, kann noch 2 Esslöffel Rum dazugeben. So, wir geben die Lebkuchen in den Mixtopf. Und zwar teile ich die jetzt einfach hier so ein bisschen. Und die zerkleinern wir jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 6. So, jetzt sind die schön zerkleinert. Und das füllen wir jetzt in eine separate Schale. Jetzt geben wir die Schokolade rein. Und die wird jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert. So, jetzt schieben wir das alles nach unten. Und jetzt geben wir die zerkleinerten Lebkuchen noch dazu. Und das erwärmen wir jetzt für 3 Minuten bei 50 Grad auf Stufe 1,5. So, jetzt nehmen wir nur den Messbecher ab und lassen das für ungefähr 5 Minuten abkühlen, bevor wir die Sahne reingeben. So, jetzt geben wir den Rum dazu. Und die 500 Gramm Sahne. So, Deckel drauf, den Messbecher nicht vergessen. Jetzt schlagen wir das zu einer schönen Mousse für ungefähr 15 bis 20 Sekunden auf Stufe 6 unter Beobachtung. Also immer schön mal reinschauen zwischendurch. Wenn ihr glaubt, dass es fertig ist, dann auch abdrehen. Und so sieht das jetzt aus. Bei mir haben 10 Sekunden gereicht. Und also man hört das auch, das Messer, das läuft dann im Leerlauf. Und dann kann man das auch abschalten. So, jetzt fülle ich das in so kleine Weggläser. Man kann das aber auch in einer großen Schüssel servieren, wie man möchte. Ich nehme mir dazu mal einen Löffel. Und jetzt kann man das noch schön mit so Schokostreuseln bestreuen und ein bisschen dekorieren oder mit Lebkuchen. Wie ihr mögt. So, und ich finde, das ist ein richtig schönes Weihnachtsdessert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis morgen.